So, da sind wir zurück hier auf der Jagd nach unserem Poet bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ich begrüße euch. Ach ja, Hexersinne. Ich hab schon wieder da. Spuren. Er soll ja gekreischt haben wie eine Frau. Finde ich, passt eigentlich zu Rittersporn, oder? Ja, doch. In Gefahr kreischen wir einfach. Dann kann ich ja auch gerade mal die Chance ergreifen. Sieht aus, als würde es lahmen. Aha. Jedenfalls für die, die bei The Witcher zugucken, in den anderen Let's Plays werde ich das wohl auch nochmal demnächst ankündigen. Hallo Rehe. Und zwar wird es jetzt die nächsten 2 bis 3 Wochen wohl ein wenig gedrosselter Videos geben. Aus dem Grund, ich schreibe am 29.08. meine Zwischenprüfung für mein Studium. Ja, und geübt werden muss natürlich auch noch ein bisschen. Jawohl! Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Das arme. Hallo. Was ist los? Sag du's uns. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja. Permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel, ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir lassen da keine Fremden rein, geschweige denn zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da? Sei still! Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Uns wirst du im Zweifel ja sowieso danach los. Also, ganz entspannt. Wir regeln das. Einmal hinten rum und rein in den Keller. Da ist... Nee, da ist der Keller. Sesam. Sesam. Für dich. So, so. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mädchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. Rittersporn redet wieder du viel zu viel. Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Phil, ich höre doch was. Sterb! Niemals! Sterb, verdammt! Spür meine Klinge, du Ratte! So langsam hab ich's. Komm schon, komm näher. Wie war das mit dem Kontern? Au. Au. Ja, Rittersporn. Entspann dich. So, jetzt aber. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was... Komm mit. Reden wir draußen. Priscilla. Herrschaft, ein Freund. Was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan. Aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles?
Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Oh, was? Geht das schon los hier? Die kriegen wir. Oh, Alter, die schnetzelt ja hier, bin ich. Schnappt sie. Das geht uns nichts an, Kumpel. Doch, laut Hurensohn Junior jetzt schon. Ihr sollt die Schlampe schnappen und töten, kapiert? Er hat ihn umgebracht. Ergib dich. Ich ergib mich nicht. Oh. Ha. Das war hier unsere geheime Fähigkeit. Was ist da unten bitte los? Oh, da müssen wir, glaube ich, durch, ne? Das kann ja heiter werden. Heiti, heiti. Einmal durchschnetzeln. Das machen wir so. Reißt euch zusammen, Jungs. Los, auf ihn! Ihn? Zieh! Kann ich mich hier ein bisschen zurücknehmen? Sie. Alter. Hui, das war Knappo Fatzkiko. Reißt euch zusammen, Jungs. Nein! Nein, 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 nein. Hui, das wird aber hier. Sind wir aber ein ganz schönes. Oh, mein Kabel. Aber die Musik ist. Es gibt die üblichen Ausrüstungsgegenstände und dann gibt es noch eine Reise, in der man nicht vom Weg abkommt. Allerdings birgt die Wildnis viel Entdeckenswertes. Ja, das haben wir auch schon mitbekommen. Die bösen Fragezeichen. Die wir noch alle abgrasen müssen. Okay. Die Schlampe. Hier wird niemand gepackt. Reißt euch zusammen, Jungs. Natürlich kann ich das jetzt tun. Die hilft dir jetzt auch nicht mehr. Die kann schon. Die kann schon. So, als allererstes irgendwie, wie auch immer, ich will die da unten schlagen können. Umzingelt ihn! Komm schon! Alles niedermetzeln. Ja. Hallo. Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt! Wo ist dieser Daumen? Oh.
Jetzt links! Links! Jetzt! Die Sackratte mit dem. Verfluchte Scheiße! Da haben wir den nächsten mit Armbrust weg. Oh, Alter! Hohohoho. Leute, wir sind schon wieder tot. Ich glaube, ich sollte gleich einmal speichern, bevor ich da runterrenne, damit ich das nicht mal gleich nochmal machen muss. Boah. Ist das anstrengend. Beinahe alle Tränke, Bomben und Öle lassen sich verbessern. Ist nur blöd, wenn Ciri keine einzige davon benutzen kann. Aber das lief jetzt schon mal ein Ticken besser. Interessant. Ja, Rot bedeutet eine Herausforderung. Die Schlampe! Hier wird niemand gepackt. Zack. Reißt euch zusammen, Jungs! Wie kann ich jetzt nicht tun? Geht mir das auf den Keks. Okay, zwei Treffer halten die. Gut, der ein paar mehr, aber im Großen und Ganzen halten die nicht viel aus. Jawohl! Habe ich den Kopf kürzer gemacht. Spiel gespeichert. Mal gespeichert. Alter, die gehen mir jetzt schon. Hier wird niemand umzingelt. Komm weg. Alter. Da ist noch einer. Reißt euch zusammen, Jungs! Das ist ganz schön. Da hinten ist noch einer. Einer ist. Mama! Reißt euch zusammen, Jungs! Komm schon, du Schwanz! Wollen wir hier mal ein bisschen auf. Da hinten ist noch einer mitten. Lass mich mal ein bisschen hier noch. Ich gehe jetzt mal kurz auf Nummer sicher. So. Wir müssen uns mal ein wenig regenerieren. Ha, die kommen ja hier hoch, die Arschgeigen. Euch zusammen, Jungs. Du bist so gut wie tot. Keine Dummheiten, Söhnchen. Ja, ihr macht das dann, ja? Finde ich gut. Jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Health. Ja, halt die Idee. Ich will das schaffen. Das ist halt jetzt so eine Sache, die hat mich angefixt. Wir sind auch erst 14 Minuten in der Folge. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass ich lade. Ich glaube, das mögen die Wachen nicht. Wenn es denn sein muss, lass dich wenigstens nicht erwischen. Das ist eine Weisheit, aber die wenden wir jetzt nicht an. Oh, Gottes Willen. Wir gehen halt die Armbrustschützen zu. Richtig derbe Ofeklötze, ne? Ich hätte gerade noch ein bisschen abwarten sollen, bis ich wieder richtig voll heal war. So. Los, auf ihn! Jetzt! Scheiße! Da ist schon der erste wieder. Ah. Hallo! Los, auf ihn! Tschüss! Das war nicht so geplant.
Ich krieg ein bisschen Besuch. Du bist so gut wie tot! Bin ich nicht? Kommst du denn her? Habe ich die nie erledigt? Okay, das ist eine ganz schöne Masse da unten. Jetzt links, links! So, komm her. Schlag ihn! Tötet ihn! Wir gehen das jetzt safer und ein bisschen bedachter an. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Ich möchte das nämlich heute noch in dieser Folge schaffen. Mama! Oh, eine Scheiße! Oh. Oh. Hallo! Ich kann nicht. Da hat die Alte gar nicht zugeschlagen. Alter! Ich glaube, es hackt hier in der. Was ist denn jetzt hier los? Kann auch nicht. Blitzangriff. Ja, das kennen wir ja schon. Kein Trank, nichts. Sie hat nichts. Die Olte hat nichts. Und der ist auch weg. Wir dünnen langsam. Ich hasse sie. Ich hasse die Leute mit ihren scheiß Kackarmbrüsten. Na ja, genau du da. Komm her. Komm her. Du küsst mich doch eh nicht. Kackviech. Da unten sind ja auch noch eins, zwei. Da unten sind noch ein paar. Da sind auch noch ein paar mit Schilden. Kann ich jetzt hier nicht speichern. Spiel gespeichert. haben wir das Größte schon mal hinter uns? Komm! Mädel! Hilfe gibt's noch nicht. Wie viele sind das hier eigentlich nur? Ich hab fast die Angst, dass das unendlich viele sind. Ja, sind es auch. Ich reißt euch zusammen, Jungs. Lasse das jetzt. Weil es sind wirklich tatsächlich unendlich viele. Das ist mir gerade aufgefallen, dass es. Und das fällt mir jetzt, dass ich könnte mich so facepalmen. Schlagt ihn! Tötet ihn! Oh, da könnte ich mich jetzt facepalmen. Tschüss! Nee, lass mal. Ihr seid mir ein wenig zu unendlich viele. Alter, du und so viele Männer. Zivi!
Jetzt haben wir aber mal eine Folge, die richtig voll mit Action, Blut und ganz viele Tone ist. Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Hier räume ich jetzt aber auf. Ich hier jetzt erstmal. Ach warte, wo kommt der denn her? Der war die ganze Zeit dabei. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Da geht's. Ciri! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Alter, Alter. Ach, was für ein Abenteuer! Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Tja, entzückt war er nicht. Du hast bei der Gelegenheit nicht zufällig ein gutes Wort für mich eingelegt? Nein? Vielleicht, dass ich ihn nie betrügen wollte und dass er es mit dir zu tun kriegt, wenn er mir ein Haar krümmt? Nein, aber ich werde nächstes Mal dran denken. Danke. Abenteuer sind toll, aber ohne Finger kann man sie nur schwer aufschreiben. Was nicht heißen soll, dass Hurensohn sich damit bescheiden würde. Was ist mit Siggi Reuven? Wie geht's dem? Gut, soweit ich weiß. Das ist schlecht. In mir nagt der Verdacht, dass er ein klein bisschen wütend auf mich ist. Oh, warum denn? Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs, dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst? Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Va fail Elaine, ket mil folie.
Gledif dorn epteneit bundro itne iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Auch geschafft. Der Poet in Not. Der Poet in Nöt. Was kommt denn jetzt? Ein Ladescreen. Blood and Wine, Glückwunsch. Du hast jetzt in der Erweiterung Blood and Wine auf Abenteuer. Du kannst, deine bisher verfolgten Quests wurden gegen die erste Quest von Blood and Wine ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich, die Erweiterung erst mit deinem Charakter ab Stufe 34 zu spielen. Viel Spaß und viel Glück auf dem Weg! Ja, da sind wir noch weit, weit, weit von entfernt. Können wir mal reingucken. Ja, wir sind gerade auf 19. Und können noch eine Stufe rauf. Kann ich da noch? Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen. Die mache ich sowieso fast nur. Ich würde den gern rausnehmen. Und den gern reinnehmen, weil wir machen fast nur schnelle Angriffe. Oh, siehst du, das haben wir gerade. Ja, bevor wir hier, da und überall noch quatschen und diese zig Missionen hier noch machen. Ja, guckt euch das mal an. Da, Türen, hier überall noch und hier überall Millionen Fragezeichen. Boah, da ist noch riesig. Hier haben wir so langsam gut abgefrühstückt. Schon. Ach, wir können jetzt auch die Ghule so langsam mal in Angriff nehmen. Ja, das machen wir alles in den kommenden Folgen, bevor wir wirklich nach Skellige aufbrechen, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehauen und auf Wiederschauen. Tschö, tschö. Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last!
devastation. Each choice will lead to a greater evil.